Wuchs ist Resonanz. Nein! Und verstärkt seine Laute? Ich hab Vorfahrt gehabt. Körpertemperatur. Diese Raudi-Pflanzenfresser immer, ey. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2 im Herausforderungsmodus. Auf dem Schwierigkeitsgrad schwer in Kanada sind wir unterwegs, meine lieben Freunde. Und zwar haben wir beim letzten Mal ja nicht nur diesen Mutaburasaurus in den Park geholt, sondern auch hier auf der Seite den Ceratosaurus. Der fühlt sich auch super wohl und weil der Ceratosaurus hier so schön nah am Rand ist hier, so würde ich mal sagen, bauen wir da gleich mal ein weiteres Hotel auf, denn wir müssen nämlich jetzt für die weitere Forschung die Gästelimits erhöhen. Wir brauchen mindestens 500 Gäste im Park, damit wir neue Technologien freischalten können, die es uns ermöglichen, wieder noch mehr Gäste zu bewirten und noch mehr Geld zu verdienen mit dem Park. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Jurassic World Evolution reinziehen im Herausforderungsmodus, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne auch mal in die komplette Playlist rein. Die ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr im Herausforderungsmodus so vorgeht, was eure Taktik ist, wenn ihr überhaupt eine Taktik habt. Vielleicht geht ihr auch einfach YOLO-mäßig rein, man weiß es ja nicht. Und genau, dann würde ich mal sagen, wir brauchen hier jetzt noch jemanden mit mehr Wohlbefinden. Dann nehmen wir jetzt sie hier, genau. Und dann würde ich sagen, Aufgabe starten, billigerer Brutfall. Wir brauchen nämlich noch ein, zwei Mutaburasaurier mehr im Gehege. Ist mir schon aufgefallen. Die sind ja recht krasse Herdentiere. Die haben nämlich einen zu wenig. Die brauchen einen Kollegen mehr noch. Die sind noch einsam. Das ist nicht gut. Und der Brachiosaurus fehlt immer noch große Nuss. Der will große Nüsse haben, der Brachiosaurus. Bei der Größe ist es ja auch kein Wunder, da würde ich auch größere Nüsse haben wollen. Auf jeden Fall, nicht schlecht. So, da müssen wir mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, was unser letztes Vorhaben war im Sinne von Fossilienbärsorgen. Müssen wir mal schauen. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ichthyosaurus, Plesiosaurus. Plesiosaurus wäre natürlich mal nice vielleicht. Para. Para ist doch gut. Warte, die können wir zum Brachio und Gallimimus. Hatten wir da nicht so eine Stelle auch? Genau, hier hat man, glaube ich, schon alles rausgeholt. Da waren Para und Gallis. Wir holen jetzt einfach nochmal Para-Fossilien, würde ich sagen. Günstigere Expedition und hier, sie kommt auch noch mit. Genau, und da müssen wir sie gleich auch wieder in die Box schicken. Genau, nice. Dann machen wir jetzt den Para auf 100% und packen den Para hier noch mit rein. Ich habe übrigens mal gecheckt, das Alter vom Brachiosaurus kann man ja bei Info sehen. Der ist aktuell 20 Jahre alt und hat eine Lebenserwartung von 107. Das heißt, wir müssen das ein bisschen auf dem Zettel behalten. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Brachiosaurus, wenn der hier den Geist aufgibt. Ganz wichtig, wir müssen dann immer die Tiere Schritt für Schritt immer ersetzen. Das dürfen wir da nicht vergessen dann. So, das Hotel ist gleich fertig, das ist nice. Da müssen wir mal schauen, ob der Strom dann noch ausreichend ist. Oder ob wir noch ein weiteres Kraftwerk bauen müssen. Okay, sieht gut aus. Unterkunftsbewertung 99%. Und wir sollten jetzt eigentlich deutlich mehr Gäste in den Park kriegen. Das sollte unsere Bewertung auch wieder ein bisschen nach oben treiben. Definitiv. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, wie die Bewertungen von den Einrichtungen aussehen. Saurier wurde erfolgreich aufgezogen, kann freigelassen werden. Dann machen wir das gleich mal per Airlift, genau. Und packen den gleich mal mit hier rein. Da freuen sich nämlich seine Kollegen. Dann sind das 7 Tiere, das müsste eigentlich locker ausreichen dann von der Menge her. Dann dürften die sich auch eigentlich gleich viel wohler fühlen noch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Genau, ich wollte gucken wegen der Bewertung. Trinken sieht gut aus. Also Essen sieht gut aus, Trinken sieht eigentlich alles gut aus. Sollten wir erstmal so klarkommen, würde ich sagen. Und halt, warte mal, wir können gleich mal hier mit dem Fahrzeug, können wir gleich mal ein Bild machen. Vom Ceratosaurus eigentlich. Oh ja, das passt gerade, die sind gerade nebeneinander. Yes! Schönes Bild. 42.000 in the Dash. Kann man mal machen. Immer schön Bilder machen, ist mein Tipp für euch. Auf jeden Fall im Herausforderungsmodus immer knipsen. Alles, was ihr vor die Linse kriegt. Immer schön alles abfotografieren. Ganz wichtig. Ja, wie sie weghechten, das war so lustig. So, hier. Die auch nochmal.
Genau, ist egal, wenn da ein Balken im Weg ist übrigens, macht nichts. Wichtig ist nur, dass der Dino quasi in der Linse ist. Was da noch davor ist, wenn da noch ein Zaun davor ist, das macht nichts. Das zum Beispiel ist sehr schön. Das ist sehr schön, genau, das sollte... Jawohl, 77.000. Habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt damit fast mein Geld einfach mal fast auf 3 Millionen hochgepusht. Das muss man erstmal hinkriegen, nicht schlecht. Wunderbar. So, wie sieht denn die Strommenge aus, die wir so produzieren? Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. MTT hat ein nicht diagnostiziertes Leiden. Wer hat ein nicht diagnostiziertes... Wer ist MTT? Mir wird kein Symbol angezeigt. Und zufrieden sind sie auch. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was da jetzt für eine Meldung kam. Normalerweise müsste da eigentlich dann ein Symbol über dem seinen Kopf sein. Verstehe ich gerade nicht. Egal. Unsere Parkbewertung ist gerade ein bisschen gefallen. Woran mag das liegen, ist immer die Frage. Wir können ja vielleicht nochmal eine Beobachtungsstation bauen, die so ein bisschen hier ins Cerato-Gehege reinhält. Dann haben wir nochmal mehr Dinosaurier-Sichtbarkeit. Und dann vielleicht zum Cerato nochmal so Kompis reinpacken oder sowas. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Genau, immer schön die Saurier-Sichtbarkeit erhöhen, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wahnsinnig wichtig. Was, Deborah Alaheme ist verärgert. Ja, dann warte, Deborah. Deborah muss mal nach Angora und dann kann sie sich da mal ausruhen direkt. Genau, und dann, warte, gucken wir mal gleich hier. Genau, wir brauchen noch mehr Para und am besten noch mal Galli auch. Haben wir denn zufällig irgendwo... Hier ist nochmal Para, gehen wir mal dahin. Günstigere Expeditionen und motivierte Menschen wollen wir haben. Genau, sauber, nice. Immer gib ihm. Wie viel vom Para haben wir denn aktuell? Fossilien. Gucken wir uns das doch mal an. Jetzt habe ich die mit der günstigeren Extraktion losgeschickt, oder? Oder habe ich jetzt die motivierte Frau losgeschickt? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, wen ich da gerade weggeschickt habe. Losgeschickt oder weggeschickt oder irgendwen habe ich geschickt. Schnellere Extraktionen, genau, nee, sie brauchen wir, genau. Und, billiger, ja, da muss sie mithelfen noch. Genau, läuft. Immer schön alles durchrödeln. Alle Fossilien immer schön durchrödeln, dann läuft das. Können wir denn noch was forschen? Jetzt haben wir jetzt das Limit bei den Besuchern erreicht. Ja, nein, haben wir leider nicht. Begrüße 500. Wir haben 403 Gäste. Okay, wir brauchen noch mehr Dinosaurier im Park. Dann ist scheinbar die Dinosaurierbewertung noch nicht hoch genug. Ach, guck mal, da. Jetzt sehe ich den endlich hier. Jetzt sehe ich endlich, was da los ist. Moment, wir brauchen schnell die MCU. Einmal die MCU bitte reinschicken. Genau, nicht die schnelle Geschwindigkeit. Wir machen mal lieber nur die langsame. Bei der langsamen Geschwindigkeit kann man schneller auf solche Sachen reagieren. Ein bisschen. Wenn man die Geschwindigkeit im Herausforderungsmodus zu schnell laufen lässt, dann läuft man ein bisschen Gefahr, dass einem die Spielzeit so ein bisschen davonläuft, ohne dass man die richtigen Maßnahmen ergreift. Das ist immer ein bisschen das Problem hier dran, bei dem Modus. Also wir haben hier beim kleinen Hotel 3 schon mal eine höhere Saurierbewertung, weil wir da die Ceratos im Blick haben, als hier drüben, wo wir nur Pflanzenfresser drin haben. Krankheit ausgebrochen, wer bricht aus? Was? Okay, wir müssen den fotografieren. Tollwut. Oh Gott, auch noch die Tollwut. Die verbreitet sich ziemlich schnell. Okay, warte. Wo ist denn der andere Jeep gerade? Kann ich das zufällig auch von denen aus machen? Warte. Ja, Foto machen. Warte, das kann ich auch von denen. Ist er drin? Habe ich ihn jetzt erwischt? Forschung verfügbar. Tollwut. Ja, sehr gut. Okay, nice. Schnell machen. Gut, dass ich das Foto auch mit dem anderen machen kann und nicht mit dem Ranger da reinfahren muss. Spart alles Zeit. So, warte hier. Nee, warte, das war falsch. Hier sind die Krankheiten. Krankheit, was war jetzt? Tollwut? Dann macht sie das jetzt noch. Genau. Sehr nice. Wunderbar. Haben wir jetzt die Fossilien schon? Ja, die haben wir extrahiert. Zeit ablaufen lassen, genau. Wie sieht's denn aus mit dem Para? Wie viel haben wir denn von dem jetzt schon? Gallimimus ist ja schon auf 100, den können wir ja schon machen direkt. Dann lass das doch gleich mal machen eigentlich. Achso, Personal ist beschäftigt. Ja gut, dann müssen wir mal kurz warten wieder. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein... Kann ich noch ein zweites Personalzentrum eigentlich bauen?
Ah nee, da muss ich nochmal forschen, genau. Weil dann könnte man nämlich vielleicht nochmal ein paar mehr Wissenschaftler besorgen. Ein nicht diagnostiziertes Leiden schon wieder. Halt, bleib da, bleib da, bleib da. Nicht rausfahren. Nicht rausfahren, nicht rausfahren. Warte, mach das mal so. Aufgabe und bitte mal gucken, was da los ist. Wissenschaftler, Erholung ist schon mal abgeschlossen, ist schon mal gut. Und die Forschung von der Krankheit ist auch gleich durch, weil dann kann die MCU nämlich gleich das Tier behandeln direkt. Ja, lol. Du sollst dem nicht in den Schwanz reinfahren. So, Tollwut ist jetzt abgehakt. Krankheit, Tollwut eskaliert. Oh Gott. Aufgabe hinzufügen, gleich behandeln, genau. Noch irgendeiner, der hier krank war jetzt? Im Park gibt es keine Tollwutquellen mehr, Gott sei Dank. Vielleicht sollten wir auch gleich direkt noch die anderen Krankheiten erforschen. Könnte vielleicht keine so schlechte Idee sein. Was haben wir denn hier noch? Guck mal hier, das zum Beispiel. Kryptospirodose. Können wir auch gleich direkt erforschen. Ich meine, was soll der Geiz, ne? Wenn wir das schon haben. Wenn wir das machen können, dann haben wir schon mal ein bisschen vorgegriffen. Braucht ja auch immer eine Minute, bis so eine Krankheit erforscht ist. Starfotograf Spielbär, wann gibt es die erste Ausstellung? Ja, wenn ich immer durch die Gitterstäbe fotografiere, dann sehen die Bilder ja gar nicht mal so gut aus eigentlich zum Ausstellen. Aber komischerweise kriege ich trotzdem die Punkte dafür. Das ist ja immer das Groteske bei Jurassic World. Du kannst total komische Bilder schießen, wo nichts zu sehen ist eigentlich, kriegst trotzdem die Punkte dafür. Sieht man denn zufällig gerade den Ceratosaurus hier irgendwo? Da hinten sind sie. Bin ich da jetzt nah genug dran, um den zu fotografieren? Ja, hat gegildet. Sich wiederholende Spezies. Ja, ach, ist egal. Wir fahren mal nochmal rüber zum Pflanzenfressergehege und machen da nochmal ein Bild. Upsala. Kryptospiriodose, genau. Oh, wir haben ja schon 3,4 Millionen. Nicht schlecht. So, jetzt machen wir mal hier noch ein Foto schnell. Einfach reinhalten. Jawohl, guck mal, wie man die meisten Saurier auf dem Bild nicht sehen kann. Hervorragend. Es ist wie beim Flohzirkus. Oh, ich sehe die Flöhe, Mami, siehst du sie etwa nicht? Klauenflöhe und Hochseilflöhe, sogar eine richtige Flohparade. So, jetzt hier, warte, ich muss noch mal zurückgehen. Genau, ich wollte jetzt mal gucken, wie viele Besucher fehlen uns denn noch für die Sachen. Okay, fehlt uns noch ein bisschen was. Können wir denn noch so machen? Hier vielleicht mal hier oben noch irgendwas. Flugsaurier und sowas wären vielleicht auch mal nicht schlecht. Was haben wir denn so für Zuchtmöglichkeiten noch, die wir vielleicht machen können? Wir hätten das Aviarium, Brutstätten-Upgrades und Lagune. Ja, Lagune wäre natürlich nice, aber braucht natürlich viel Platz, ne? Da müssen wir ein bisschen mal gucken. Hier fehlt uns aber auch noch Personal, genau. Da müssen wir mal schauen. Ne, dann holen wir uns lieber nochmal schnell Parafossilien, würde ich sagen. Expedition ansehen. Ach, die läuft ja noch. Die ist ja noch nicht mal fertig. Krass. Weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, jetzt, dass die noch gar nicht fertig sind. Können wir jemanden noch in die Pause schicken, zufällig? Nee? Ja doch, vielleicht sie hier schon. Sie schicke ich mal schon weg. Weil, wenn wir dann gleich die Fossilien haben, dann ist sie dann gleich ausgeruht direkt und kann direkt dann loslegen mit der Synthese vom Para. Fossilien abgehakt. Genau, gleich losschicken wieder. Gleich direkt wieder... Ach, guck mal, die ist jetzt auch schon wieder ausgegraben. Oder zumindest pausiert, weil da ist bestimmt noch andere Fossilien, die man da von da bekommt. So, Para, genau. Günstige Expeditionen, motiviert und Los Getter. Genau. Und dann haben wir jetzt ja wieder einen Schwung bekommen. Fossilien. Na gut, das ist jetzt nicht so viel. Vielleicht sollte ich noch warten, bis die zweite mit dran ist. Dann sparen wir uns 50.000. Deine Parkbewertung und der Profit haben sich diesen Monat um 39% verbessert. Jawohl. Nice. 2,7 Bewertungen. Jawohl. Ich bitte dich nicht darum, beim nächsten Ziel gute Arbeit zu leisten. Ich erwarte es. Das ist Lemba. Das ist der mit den Schwänzen in der Hand. Versorge deine Gäste. Ticketverkäufe. Verkaufe mehr Tickets. Beliebt. Erhöhe die Anzahl der Gäste in deinem Park. Ich glaube, das wird sowieso... demnächst mehr Menschen passieren. Im Park bedeutet, dass mehr schiefgehen kann. Wir sollten proaktiv handeln. Wenn wir nur reagieren, ist es schon zu spät.
Mehr Menschen im Park bedeutet, dass mehr schief gehen kann. Es geht doch so schon genug schief. Lasst mal den breiten Weg erforschen. Vielleicht können wir ja auf die Weise auch noch ein paar mehr Nasen in den Park bringen. Hier Aufgabe starten. Kann man auch, glaube ich, mal machen. Dann können wir breitere Wege machen. Breitere Wege sind sicherlich nicht verkehrt. Der Para ist schon auf 100%, wenn du die Genome machst. Ist das so? Dann machen wir das jetzt einfach mal. Wo siehst denn du das? Plus 8, plus 5. Ah ja, stimmt. 8 plus 5, das sind dann... Ja, das ist richtig. Dann machen wir das jetzt. Ach so, jetzt sind sie beschäftigt. Haha, müssen wir kurz warten. Müssen wir leider wieder kurz warten. Aber kann ich denn nicht hier schon den Galli kann ich doch schon anwerfen. Das ist auch schon beschäftigt. Ich brauche mehr Forscher, verdammt nochmal. Ich brauche mehr Forscher. Ich kann nicht so viel gleichzeitig machen. Das kostet mich voll viel Zeit immer. Ich muss mal schauen, dass ich diese Forschung mache für dieses zweite Personalzentrum. Wie geht denn das nochmal? Warte mal, was brauche ich denn da? Ist es das hier nicht? Gebäude-Upgrade, Kontrollzentrum, Personalzentrum, Aufgabenkosten. Erhöht die Obergrenze, Wissenschaftler. Ja, erhöht die Obergrenze für das Personal. Ich glaube, das hier muss ich machen. Aber das Personal ist leider beschäftigt. Aber wir sind immer noch sehr, sehr gut in der Zeit. Also dafür, dass das hier alles ganz gut läuft gerade, sind wir echt gut in der Zeit. Und ja, ich sehe jetzt eigentlich nicht, wo wir jetzt ein Problem kriegen. Genau, guck mal, beliebt. Begrüße 500 Gäste im Park, das müssen wir ja sowieso für den Fortschritt schaffen. Wenn wir meine Wissenschaftler mal ein bisschen schneller wären beim Ausruhen. Hatten wir da ja nicht schon das Upgrade installiert, dass das schneller geht? Eigentlich ja schon, ne? Aber es geht irgendwie trotzdem gefühlt noch viel zu langsam. Das ist schon ganz schön krass. Na, warte mal, die fahren da gerade so rum. Ich hab ja eh gerade Bilder gemacht. Oh. Der Cerato wollte gerade mit dem Jeep spielen. Habt ihr das gesehen? Der hat schon angefühlt. So, wie sieht's denn aus? Haben wir's jetzt? Wissenschaftliche Erholung abgeschlossen. So, jetzt mache ich gleich mal hier Forschung ansehen. Jetzt machen wir gleich mal das hier. Oder das hier. Achso, kann ich immer noch nicht. Okay. Ich dachte, der Wissenschaftler würde ausreichen. Tut er aber nicht. Stimmt, wir sind ja auch noch mit dem breiten Weg beschäftigt. So ist das. Mann, das dauert aber auch immer. Ich meine, das ist nur der Weg, ja. Das ist nur der Weg. Dass wir einen breiteren Weg haben. Ich meine, wie schwer kann das sein? Ich muss ein ganzes Team an Wissenschaftlern damit beschäftigen, zu erforschen, wie man einen Weg breiter machen kann. Ich meine, das stretcht es natürlich schon ganz schön im wahrsten Sinne des Wortes. So, breiter Weg freigeschaltet. Jetzt gleich weitermachen. Gleich hier die nächste Forschung machen. Hier, erhöht die Obergrenze für das Personal. Genau, gleich mal machen. Das macht sie jetzt und sie. Oder er. Er, sie, es. Genau. Nice. Und jetzt können wir die Wege verbreitern. Das ist schon mal auch gut. Warte. Ersetzen, genau. Erstmal direkt den ganzen Park ausschalten dafür. Hervorragend. Ja, die brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt vergrößern da. So. Breitere Wege sind gut, weil da mehr Leute drauf passen. Und wenn mehr Leute im Park sind, dann wird dann die Transportbewertung auch wieder ein bisschen erhöht, glaube ich, wenn man das macht. Ist auf jeden Fall keine so schlechte Idee. Definitiv. Also gerade auch hier bei den Anlagen, bei den Einrichtungen fürs Essen und so. Es ist auf jeden Fall keine schlechte Investition. Vielleicht hier noch zum Hotel den Weg noch größer machen. Nicht verbunden. Naja, das sagt er immer, wenn ich den Weg ersetze. Ja, das heißt nicht, dass meine Gebäude nicht verbunden sind. Weil einige da auch gesagt haben, ja, deine Gebäude sind gar nicht verbunden. Doch, die sind verbunden. Alles gut. Alles verbunden, alles wie es sein soll. Ich bin sehr verbunden. Oh, Sturm? Nee, klang gerade nur so komisch. Ich dachte gerade schon, jetzt kommt ein Sturm. Manchmal habe ich so Paranoia, Sturmparanoia in Jurassic World. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr das selber spielt. Sturmparanoia ist eine sehr ausgeprägte Paranoia. So, dann würde ich doch mal sagen, jetzt haben wir sehr viele Geldfossilien. Das ist natürlich nice. Haben wir nochmal einen Schwung gekriegt. Wissenschaftler zuweisen. Schnellere Extraktion. Motiviert, genau, zacke die zack und los geht's, genau.
Und was können wir denn jetzt noch als nächstes holen für eine Fossilie? Vielleicht mal irgendwie was Billigeres noch. Irgendwie ein Billig-Dino. Torosaurus. Was war denn nochmal Torosaurus? War das nicht auch so ein Triceratops-artiges Tier? Ich glaube ja. Sauropelta und Deinonychus. Ach, weißt du was? Wir holen uns den Torosaurus jetzt einfach mal. Guck mal, da ist das auch nicht so teuer. Da können wir auch mit ihr einfach das machen direkt. Genau, sehr schön. Und die andere wissenschaftliche Frau, die kann schon mal anfangen, den Galli zu... kann sie nicht. Okay, keine Kollegen am Start. Aber gleich können wir ja die Personalverbesserung durchführen. Dann sollte das eigentlich erstmal kein Problem sein. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Wo bleibt das Chaos? Ja, das kommt noch früh genug, wenn der nächste Schneesturm kommt. Personalverbesserung 1. Zwei Objekte freigeschaltet. Hervorragend. Können wir mehr Wissenschaftler einstellen? Nee, aber wir können die jetzt, glaube ich, trainieren. Genau. Lass den mal ausruhen hier. Genau, wir können die jetzt trainieren. Dann würde ich doch mal sagen, okay, dann müssen wir machen, wenn die nicht irgendeine Aufgabe erfüllen. Sie hier können wir gar nicht trainieren. Sie ist einfach motiviert. Okay, dann kriegt sie einfach gleichmäßig... Was? Okay, keine Ahnung, sie hat nur einen Punkt gehabt. Bestätigen. Sie kann ich nicht, sie kann ich nicht. Okay. Muss ich kurz warten, sind alle noch zu beschäftigt. Wir können jetzt den Galli schon mal machen, genau. Dann machen die beiden das jetzt mal. Können sie einfach mal schon loslegen. Den Galli packt mal auch zum Para mit dazu. Dann müsste dieses Gehege eigentlich komplett ausgestattet sein mit Dinos. Neues vollständiges Genom Parasaurolophus. Da können wir schon mal das Genom modifizieren jetzt. Sala del Huasco. Genau, und dann gehen wir mal hier bei... Na, kleiner Hunger, das ist bei Pflanzenfressern, glaube ich, egal. Mach lieber hier langlebig, das ist viel wichtiger und belastbar. Dass er ein schönes Immunsystem hat. Genau, sozial ist, glaube ich, Wurst. Speicheln und... Genau. Jetzt braucht man ein bisschen besseres Personal dafür. Die kommen da gerade nicht klar mit der Aufgabe. Genau, können wir jetzt eigentlich... Jetzt können wir doch bestimmt wieder jemanden trainieren hier. Nicht zugewiesen, genau. Sie wird jetzt mal gleich trainiert. Sie kriegt jetzt gleich mal noch Genetik obendrauf. Dann hat sie da einen schönen hohen Wert. Und sie ist auch nicht zugewiesen. Schnellere Extraktion, dann kriegt sie auch noch mal was bei Genetik. Dann braucht man da nicht so viele Kollegen beim... Ah! Wissenschaftliche Ausbildungsthese. Ein Wissenschaftler bittet um Gelder, um eine Idee aus der Ausbildung zu überprüfen. Weiterbildung zahlen. Investiere in Weiterbildungen und Fähigkeitsverbesserungen für den Wissenschaftler. Verliere 200.000. Publicity-Bewertung plus 5. Brenda Rümmel erhält einen Genetikpunkt. Ja, warum nicht, ne? Ist doch gut, wir haben doch das Geld. Dann können wir das machen. Dann hat sie einen Genetikpunkt mehr. Ist doch eine gute Idee. So, und er ruht sich gerade aus und sie ist auf Expedition. Genau, nee, passt doch. Wenn wir das Geld haben, warum nicht? Ich meine, wir sind gerade finanziell im Chaos-Modus, im Herausforderungsmodus oder für den Herausforderungsmodus, sagen wir es mal so, sind wir gerade finanziell sehr gut aufgestellt eigentlich. Warte mal, jetzt machen wir hier gleich mal noch ein Foto. Foto! Jawohl, Brachiosaurus auf Wassersuche. Damn, bam. Oh, fast 100.000. Jawohl, nice. Haben wir ja schon fast ein Viertel von dem Geld. Nee, Quatsch, fast die Hälfte schon wieder reingeholt. Kann sich doch sehen lassen, meine lieben Freunde. So, gleich mal hier nebenan auch noch ein Foto machen. Immer Fotos machen, ganz wichtig. Wobei ich gerade sagen muss, ich sehe wirklich gar keinen Saurier gerade. Okay, ja. Waren auch nur zwei Strudel. Was sind denn die anderen? Ach, die stehen alle hier vorne rum. Na toll. Habe ich ja nicht gesehen jetzt. Warte mal. Da machen wir nochmal ein Bild jetzt. Immer in die Masse reinhalten. Jawohl. Guck mal. Das gibt ja nochmal 30.000 oben drauf. Sehr schön. Läuft. So, warte. Eier auswählen. Ich muss meine Eier auswählen jetzt. Minus 50% Dominanz. Warum sind die so schlecht? Sozial. Lebenserwartung. Terrorisiert Gäste nie. Okay. Ja gut, okay, wir brauchen ja eine größere Gruppe. Ich nehme die jetzt einfach mal alle. Pff, ist egal jetzt, wenn die ein bisschen schlechter sind. Dann müssen wir sie halt beim nächsten Schwung, müssen wir sie dann halt mal ein bisschen optimieren noch. Hilft ja alles nichts. Kostet auch uns nur 336.000, genau. So, und dann machen wir mal gleich noch den Para. Zuweisen. Das machen die beiden jetzt einfach.
Genau. Nicey nice. Dann haben wir zwei neue Saurier im Park. Und das sollte die Bewertung dann hoffentlich auf den dritten Stern pushen. Und es sollte auch mehr Gäste anlocken eigentlich. Würde ich jetzt mal stark von ausgehen. Und wir können mal parallel, während das jetzt schon dengelt, können wir eigentlich mal hier das Wasser mal wegmachen gerade. Nee, warte, Wasser. Weil wir müssen jetzt mal ein bisschen Platz schaffen, dass wir hier noch Gehege aufbauen können, definitiv. Oder auch mal ein Aviarium oder sowas. Das wäre jetzt mal ganz schlau, dass wir den Platz einfach noch ein bisschen mehr ausnutzen hier. Ist das hier ein Hügel? Nee, alles gut. Ich dachte gerade schon. Man sieht immer das Relief, finde ich, immer ein bisschen schlecht. Also gerade nachts irgendwie ist das Relief nicht ganz so gut zu erkennen immer. So, genau. Dann ziehen wir hier mal die Straße mal so da so lang. Genau, so. Im Wasser, was? Wo ist denn da Wasser? Ist wieder kein Wasser. Da ist doch gar kein Wasser. So eine Lüge hier. War aber ein Pixel übrig. Genau, weil dann können wir hier nämlich noch ein Gehege machen. Wir müssen nämlich bald mal wieder neue Spezies reinholen. Da wird es in den bestehenden Gehegen langsam ein bisschen eng, finde ich. So, Para ist bereit zum Ausbrüten. Das machen wir gleich, wenn der Galli ausgebrütet ist mit den beiden Nasen. Genau, so. Eier auswählen. Nur drei. Okay, da müssen wir noch mindestens einmal einen anwerfen. Würde ich sagen. Billigerer Brutvorgang und okay, da müssen wir wohl ihn hier noch mit dazu nehmen, sonst wird das wohl nix. Wir brauchen mal mehr Wohlbefinden noch bei den Wissenschaftlern. So, dann per Airlift freilassen und drüber. Also von den Gullis müssten wir jetzt erstmal genug haben. Von der Menge her. Das sollte ausreichend sein. Paras, das ist vielleicht ein bisschen wenig, da müssen wir mal gucken. Drei Stück reichen, glaube ich, nicht. Da brauchen wir, glaube ich, mindestens vier oder fünf. Weil das könnte nämlich wieder Chaos geben, wenn wir da nicht genug haben. Dafür haben wir wieder eine neue Expedition abgeschlossen. Jawohl, sehr nice. Da können wir gleich mal in die Fossilienansicht reingehen. Was? Nur so wenig? Okay, da müssen wir nochmal los. Da müssen wir nochmal los. Das ist zu wenig, das geht so nicht. Aber warte, erstmal die Punkte vergeben für die Forscher. Erstmal die Punkte vergeben. Ne, nicht da. Sondern wenn, dann da. Hier, warte, genau. Sie braucht Punkte. Trainieren. Was kriegt sie denn? Sie kriegt Logistik. Dann kann sie mehr Expeditionen abdecken. Ohne, dass wir da noch einen Kollegen brauchen. Und ich schicke sie noch einmal los jetzt. Sie kann noch einmal machen, definitiv. Wo waren hier noch? Hier war noch Torosaurus. Genau, da kann sie das nämlich gleich. Guck mal, jetzt kann sie das alleine machen. Das ist nämlich auch gut. Da braucht man keinen Kollegen mitschicken. Jetzt mache ich mal ein bisschen die Beschleunigung an. Wir können eh gerade nicht wirklich was machen. Wir müssen gerade mehr oder weniger warten. Stell dir mal vor, so als Hubschrauberpilot musst du hier warten, bis die anderen fünf alle fertig sind. Einige dieser Tiere stellen unsere Fähigkeiten wirklich auf die Probe. So zum Beispiel der Gallimimus. Ist das so? Ein opportunistischer, in Gruppen lebender Allesfresser. Aber das Problem ist die Geschwindigkeit. Der Gallimimus ist sehr schnell, sodass das Ranger-Team Schwierigkeiten bei der Beobachtung hat. Produkttransport wird durchgeführt. Ein opportunistischer Allesfresser. Das könnte auch eine Beleidigung sein. Du kleiner opportunistischer Allesfresser, du. So, genau, hier jetzt. Para ist auch frei. Naja, da warte ich vielleicht mal erstmal, bis sie die Gallis rausgeholt haben. Das sind immerhin 8 Stück, die da rausgeholt werden müssen. Habt ihr das gesehen, jetzt wo der Galli sich noch nicht so wohl gefühlt hat? Da ist gleich direkt die Parkbewertung gedroppt und auch die Besucheranzahl. Man muss wirklich schauen, dass die Tiere sich auch wohlfühlen. Sonst ist das nicht so toll. Was macht denn der Brachiosaurus da? Der ist ein bisschen verwirrt gerade, glaube ich. Viel zu viele neue Tiere hier. Ja, jetzt werden sie zufrieden langsam. Sind noch nicht alle Artgenossen drin. Gemahlenes Blatt. Oh, warte mal, der braucht gemahlenes Blatt. Sekunde. Lalala. Gemahlenes Blatt, genau. Das geben wir dem jetzt einfach mal so hier rein. Ich hoffe, das ist auch genug jetzt für ihn. Jawohl, er sieht gut aus. 100% Zufriedenheit. Sehr gut. Und gleich die Parkbewertung auf 2,7. Jawohl. So muss das sein. Und jetzt knallen wir noch den Parasaurolophus hinterher hier. Und gleich nochmal Para machen. Wir brauchen mehr Paras und da machen wir jetzt einfach mal ein anderes Muster. Grün, genau. Wir machen die grün und sagen Wissenschaftler zuweisen.
und sagen, mach du das mal und du das mal. Ne, warte mal, was brauchen wir da? Genetik, ach so. Mehr Genetik brauchen wir da. Jeder Dinosaurier, den wir jetzt mehr hinzufügen, bringt uns ein bisschen näher an die Besuchergrenze, die wir erreichen müssen. Wie sieht's denn hier bei den Ceratos aus? Ah ja, da können wir mal ein Bild machen. Warte mal, ist mir da zufällig gerade... Na toll, da haben wir nur den Amarasaurus erwischt. Ganz klasse. Ganz großes Kino. Wo sind die andere Jeep? Ah, der ist hier. Erstmal voll zurückgeworfen werden hier. Yeah, oh, 100.000, habt ihr das gesehen? Nice. Über 100.000 für ein Bild. Dieser Saurier, der Parasaurolophus, ist ziemlich dramatisch. Lophus. Vor allem, wenn es um seinen Kopf geht. Der Knochenwuchs ist resonant. Nein! Und verstärkt seine Laute. Ich hab Vorfahrt gehabt. Körpertemperatur. Diese Raudi-Pflanzenfresser immer, ey. Unglaublich. Ey! Oh! Schnell Foto machen! Jawohl, 52.000, nice. Haben ja die Kosten für die Saurier bald wieder reingeholt für die neuen. Eier auswählen, nur zwei, okay, ist egal. Zuweisen, billigerer Brutvorgang und sie, nee, Moment, wir brauchen sie und sie. Nee, Moment, wir brauchen ihn. Ja, genau, ihn. So, und da müssen wir mal gucken, können wir jetzt schon jemanden wieder ausruhen lassen? Sie darf mal jetzt ausruhen. Und sie darf auch ausruhen. Die beiden Fossilientanten. Die dürfen jetzt mal ausruhen. Ganz wichtig. Para ist natürlich jetzt... Jawohl. Wir haben's. Wir haben 500 Besucher im Park. Nice. Das bedeutet, wir können jetzt das Hotel, das große, freischalten. Und die großen Anlagen. Großes Hotel, genau. Ist jetzt ganz wichtig, dass wir das machen. Aber vorher noch schnell den Para absetzen. Wir müssen schauen, dass die auf die, was wir auf die Menge kommen von denen. Können wir denn die Forschung schon starten, zufällig? Gastkomfort? Nee, geht leider noch nicht. Da muss ich nochmal gucken. Warte mal, können wir die Forschung starten mit dem... Na, können wir eh gerade nicht. Wir haben gerade zwei Wissenschaftler, die nicht arbeiten können. Aber wir müssen mal schauen, ob wir noch mehr Personal bekommen. Ich brauche mehr Personal ganz dringend. Das ist ganz wichtig. Oh, wir haben gleich den dritten Stern auch. Das läuft doch, meine lieben Freunde. Das läuft doch. Das läuft wie am Schnürchen hier. Ich hab das voll drauf, hä? Ich kann das richtig gut, hä? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Hm. Ich habe so ein bisschen die Idee, mehr Fleischfresser in den Park zu holen. Lol. Er geht einfach einen Meter und legt sich einfach wieder hin. Hervorragend. Sehr nice. Das ist schon irgendwie witzig. Diese Dinosaurier sind schon irgendwie witzig. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, der Park sieht doch eigentlich ganz nice aus, so insgesamt. Kann sich sehen lassen. Sind die Paras jetzt gleich so? Ja, dauert noch. Dauert alles noch. Gibt's eigentlich hier ein Upgrade? Nö. Da müssen wir, glaube ich, erforschen auch wieder für Upgrades. Alter, wir haben 4,6 Millionen. Ich kann das Geld gar nicht so schnell ausgeben, wie ich es verdiene gerade. Das ist aber gut. Weil, das wird wahrscheinlich gleich wieder ein Sturm kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt haben wir die Forscher erstmal in Ruhestand geschickt. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, warte mal. Jetzt gucke ich nochmal hier wegen, ermöglicht die Ausbildung von Wissenschaftlern. Gewährt jeden Wissenschaftler 2 Punkte. Ich hätte gerne das zweite Kostenupgrades. Ich hätte gerne das zweite Zentrum noch. Das zweite Personalzentrum. Ist es das hier? Wissenschaftlertraining erhöht die Obergrenze für das Personal. Erforderlicher Knoten Personalverbesserung 2. Was ist denn das? Personalverbesserung 2. Okay, den Knoten brauchen wir, genau. Ihm können wir noch einen Punkt geben. Aber der ist gerade immer noch im Brutvorgang beschäftigt. Okay, wenn er mit dem Brutvorgang durch ist, geben wir ihm mal noch einen Logistikpunkt. Weil dann können wir nämlich mit ihm den Not für die Personalverbesserung noch machen. Und das müssen wir machen, damit wir mehr Personal kriegen. Beziehungsweise damit die auch mehr Punkte kriegen, dann können die nämlich wieder mehr forschen und so und auch mehr machen. Genau, so, das können wir jetzt, genau, jetzt erstmal ein Para freilassen. Per Airlift. Absetzen. Waren ja nur 2, genau, hoffentlich reicht das. So, und dann brauchen wir Forschung. Und den Not für die Personalverbesserung 2, genau. So, und dann brauchen wir ihn.
Sie. Ah ne, Moment, ich muss hier noch einen Punkt geben, stimmt. Trainieren. Der kriegt Logistik. Ist eh ein Logistiker, passt ja. Genau, so jetzt forschen. Not. Er und sie, genau. Und das passt jetzt nämlich. Wunderbar. So, und. Genau, und sie kann schon mal ausruhen. Und sie hier oben, sie kann mal schon noch neue Expeditionen machen. Oh, wir haben ja Fossilien am Start. Strutomimus und Torosaurus. Ja, warum nicht? Mach mal das, genau. Ganz gleich mal dahin. Da kriegen wir noch mal ein bisschen Strutomimus und noch mal ein bisschen Torosaurus. Können wir jetzt extrahieren noch? Gleichzeitig? Das wäre jetzt natürlich super, wenn wir jetzt noch gleichzeitig eine Extraktion machen können. Na, warte mal. Nimm mal die zwei Sachen raus und nimm das mal noch mit rein. Genau, und dann noch das, genau. Jetzt haben wir alle Fossilien. Genau, wissen wir schon zuweisen. Ja, ach, 2 Minuten. Ich mache das jetzt mal. Die anderen sind eh gerade noch am Ausruhen. Dann kann sie das parallel schon machen. Ist okay. Ist nice. Ja, wunderbar. Läuft doch. 2,9 Parkbewertung. Wenn jetzt die beiden Paras noch reinkommen, könnte die Parkbewertung möglicherweise schon auf 3 Sterne steigen. Das wäre natürlich super. Aber dazu müssten sich mal unsere Lieferandos mal ein bisschen beeilen hier. Ah, ja, stimmt. Wir haben jetzt grüne Paras. Warte mal. Die sehen ja cool aus. Grüne Paras für die Parkbewertung. Nice. So muss das sein. Ja, schön ineinander reinfliegen, genau. Schön gegeneinander und ineinander und miteinander. Es läuft so gut, meine lieben Freunde. Also dafür, wenn ich mal überlege, wenn ich mal so zurückdenke, ja. Herausforderungsmodus, erster Teil, auf Stufe schwer. Also das war schon ein deutlicheres Tingelgetangel damals. Weil man ja auch damals nicht pleite gehen durfte, glaube ich. Also da war ja dann das vorbei, wenn du da pleite warst. Du hast ja da, glaube ich, keinen Bonus gekriegt nochmal. Also, hast ja, also was heißt Bonus? Nochmal so ein Puffer hast du ja nicht gekriegt. Kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass das so war. So, Para ist abgesetzt hier jetzt, genau. Jetzt, guck mal, jetzt fühlen sie sich auch viel wohler gleich. Und das zieht natürlich auch wieder die Bewertung nach oben. Wie auch die Besucheranzahl. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt wird noch der letzte abgesetzt hier, genau. Den letzten beißen die Raptoren. Oh, guck mal, sie kuscheln miteinander. Die haben gerade sich gekuschelt. Nice. Nice. Sie fühlen sich so wohl, meine lieben Freunde. Sie fühlen sich so wohl. Produkttransport beendet. Das ist so toll. Und der Wissenschaftler ist jetzt auch ausgeruht. Genau. Fossilien sind jetzt auch extrahiert schon. Yes. Neues lebensfähiges Genom. Torosaurus. Da müssen wir mal schauen, mit wem kann denn der Torosaurus in ein Gehege gehen? Weil vielleicht können wir den ja hier noch mit irgendwo unterbringen. Was hat denn der so für Eigenschaften? Was verträgt denn der so an Kollegen? Marcomsognathus und Ankylosauridae. Mag nicht Fleischfresser, Ceratopsid und Stegosaurid. Das müsste alles gehen, oder? Wenn wir den jetzt hier in das Nachbargehege mit reinnehmen, müsste das cool sein, würde ich sagen. Müsste er sich eigentlich hier mit denen allen vertragen? Oder ist der, warte mal, was ist denn das hier für einer? Der Amaga, ist das ein Ceratops? Nee, das ist ein, ist das ein Stegosaurid? Was ist denn das für einer? Wo sieht man denn das nochmal? Pflanzenfresser, ja, das will ich aber nicht wissen. Also mal da. Steigende Bewertungen gefallen. Ja, Stufe 3. Als Belohnung bekommen Sie einen Keks. Steht jetzt nicht so richtig dabei, weil ja. Dicraeosauridae. Okay, das sagt mir gar nichts. Habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Aber auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, jetzt den da mit reinzunehmen, würde ich sagen. Fossilien haben wir auch nochmal neue gekriegt. Schauen wir gleich mal. Hier können wir gleich mal analysieren hier alles. Wissenschaftler hinzufügen. Hä, die mit der Extraktion steht ja immer noch nicht zur Verfügung. Achso, die forscht da noch. Ja, dann macht sie jetzt... Ne, Moment. Sie macht das hier jetzt, genau. So, und sie kann gleich nochmal zur nächsten Expedition. Was nehmen wir denn da jetzt? Warte mal, hier haben wir nochmal Torosaurus. Aber der müsste jetzt ja eigentlich schon durch sein, wenn wir jetzt die... Nasoceratops haben wir noch. Ach, dann fliegen wir nochmal... Fliegen wir nochmal dahin. 70.000 kann man mal machen.
Gucken wir mal, nicht, dass er jetzt doch unvollständig ist. Ich möchte vollständige Tiere. Ich will vollständige Tiere. Nur so will ich die, meine Tiere. Vollständig, sag's euch. Und die Forschung ist... Dorsch. Personalverbesserung Stufe 2. Und gleich mal gucken. Können wir den nächsten Personalpunkt gleich noch mitmachen? Ich brauche mehr Personal. Okay, da brauchen wir mehr Logistikpunkte. Da können wir gleich mal schauen. Können wir hier noch jemanden verbessern? Guck mal hier, er kann noch 2 Logistikpunkte vertragen auf jeden Fall. Sie kann nochmal einen Genetikpunkt vertragen eigentlich. Und, ach so, das war's schon mit ihr. Okay, dann kriegt sie den Genetikpunkt, genau. Und sie hier, sie kriegt den Wohlbefindenpunkt. Oder nee, sie kriegt komplett nur die Wohlbefindenpunkte, weil wir brauchen auch mal jemanden, der bei... Guck mal, wir haben alle nur schlecht, sind alle nur schlecht beim Wohlbefinden. Müssen wir auch mal... Wir haben alle nur schlecht, mein Sprachzentrum ist heute wieder göttlich. Genau, dann kriegt sie nämlich auch nochmal Wohlbefinden, weil sie ja auch den Brutvorgang, die Brutvorgangsverbesserung hat. Sie ist eure Expedition, die Extraktion, genau. Die beiden haben wir noch. Können wir ja machen? Nein, geht nicht, scheiße. Okay, dann muss ich kurz noch warten. Dann müssen wir noch die anderen beiden wahrscheinlich nochmal aufrüsten, dann geht das. Parkbewertung Stufe 3, Einnahmen steigen um 13%. Bäm! Bericht schließen. Wissen ist Macht. Das nächste Ziel sollte dein Wissen erweitern und uns einen Vorteil verschaffen. Der Rest, nun, finde es selbst heraus. Und an dieser Stelle endet diese Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt das Spiel auch gerne kaufen im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, ciao, ciao.